Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Ich bedanke mich an jeden Einzelnen, der dem Video einen Daumen hoch da lässt oder vielleicht sogar noch einen Like gibt, wenn es ihm gefallen hat. So, erstmal zu dem Thema. Zweitens geht's los. Wir fahren in den Belgrad. Es dauert nicht lange, weil es eine kurze Tour ist, aber Belgrad fehlt uns halt noch. Wir fahren aus der Stadt Neusatz los mit ein bisschen Papier. So, jetzt muss ich kurz gucken, weil das Lenkrad ist ja so ein Ding für sich. Übrigens ab sofort in 4K für euch. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo das war, wo man das sehen konnte. Getriebe, einfache Automatik, das stimmt alles. Bla, 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 bla. Eingabehelfer, nein, 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 nein. Ja, ich möchte den Eingabehelfer definitiv abbrechen. Gesamtstärke, Lenkachse, das ist hier, zack. Einmal bis zum Ende durchziehen und dann dürfte der zentriert sein. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bei der Standardzentrierung, also bei der anfänglichen Zentrierung, oh, macht das Ding irgendetwas, was es nicht soll. So, Licht, das Scheinwerfer, den brauchen. Das war die Hupe, das ist das Licht, das ist das automatische Fernlicht. Und wir können loslegen. Nice. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier vom Hof kommen, weil ich habe keine Ahnung. Hier auf dem Hof waren wir noch nicht. Das ist jetzt die Frage, ne? Kommen wir da links raus? Ja, bestimmt. Scheiß drauf. Scania, ne? Scania ist immer noch ein Träumchen. Die beschleunigen gut. Die fahren gut. Scania ist und bleibt die Top-Auswahl schlechthin, so gesehen. Der sieht aber auch nice aus. In diesem typischen Standardrot gefällt der mir eigentlich sehr gut. Wenn wir es sehen könnten, wenn es nicht so dunkel wäre. Nein, auch die Getriebeübersetzung. Herrlich. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ihr überlebt momentan. Die ganze Welt bangt jetzt um Affenpocken. Ich fand das ganz lustig, wo ich es gelesen habe. Ich dachte so, nein, nicht schon wieder. Wobei ich danach gelesen habe, dass es ja eher Länder betrifft, die nicht gegen die generellen Pocken geimpft sind. Da sind wir nochmal fein raus, würde ich sagen. Ich habe schon gedacht, wieder stundenlang nicht raus dürfen und so ein Spaß. Ich meine, wir wurden ja wirklich von Corona verarscht. Also von der Regierung, nicht von Corona. Also im Nachhinein muss ich sagen, der Corona-Drops hat uns alle ziemlich genervt. Und man hat sich ja impfen lassen letztendlich. Und ich fand das bis dahin, bis zum Thema der Impfung auch überhaupt nicht verwerflich. Aber mittlerweile, was da so alles rausgekramt wird, wo ich sage, so, ah, scheiße. Na, es ist kacke gelaufen. Man hat Leute angeschrien, die keine Maske trugen. War lustig. War ein kleiner Gag wert, würde ich sagen. Boah. Alter, ist das ein Detailgrad, den das Spiel hier einen zur Verfügung stellt. Wahnsinn. Ey. Ey, ja, 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 ja. An jedem Schalter müssen wir bezahlen. Gibt keine Gratis-Schalter oder Durchfahrschalter. Schade eigentlich. Guten Tag. Ah, ne, hier sitzt ja keiner. Hier müssen wir nur Maut bezahlen. Hallo? Oh, die Automaten waren auch mal schneller. Wahnsinn. Könnten wir jetzt nicht einfach hier fahren? Wieso? Es ist der kürzeste Weg vom Navi aus. Über die Tankstelle zu fahren. Nice. Danke, Navi.
Ich finde es gut, dass man hier generell schneller fahren darf als normal. Ah, da haben wir unser Sitzproblem wieder, ne? Einfach mal ein bisschen weiter zurück. So ist besser. So sieht man zumindest die linken Spiegel, die rechten Spiegel muss man rüber gucken. Muss man in Wirklichkeit auch. Ja, ich wollte jetzt wirklich durchziehen, Leute. Das ist... Kann ja nicht sein. Kann ja auch nicht so schwer sein, nicht durchzuziehen, ne? Sind wir mal ehrlich. Oh, hier ist automatisches Durchfahren. Das feiere ich natürlich. Wir werden natürlich schauen, dass wir relativ früh mit unserem Geld unseren ersten eigenen LKW holen und dieses Profil endlich over the top bringen. Weil aktuell sieht es ja eher mau aus, was das angeht. Wir wollen ja richtig Cashflow haben und nicht pleite gehen. Ja, es sieht so aus, dass wir da lang müssten. Und dann nicht hier rein. Boah, das Navi ist so unfassbar klein. Ich könnte das Große anmachen. Oh, wir sind ein bisschen flott. Sagt denn keiner was? Jetzt sind wir richtig so. Also ETS 2 hat sich unfassbar gemacht. Das muss man wirklich sagen. Das einzige Problem, was ich immer noch sehe, ist die fehlerhafte KI hier und da. Ich meine, KI zu programmieren ist bestimmt nicht einfach. Würde ich auch niemals behaupten. Erster Aufenthalt in Belgrad. Sehr gut. Oh. Genau, hier schon wieder runter. Kurzer Beschleunigungsstreifen. Oh ja, hier über eine schön viel befahrene Straße drüber, ne? Sehr schön. Wenn ich richtig gesehen habe, kam keiner. Ist immer die leise Hoffnung, dass keiner kommt. Es kann schon übelst enden, wenn einer kommt. Wenn keiner kommt, ist okay. Was sagt ihr über ETS 2? Hat sich das Spiel verbessert in den Jahren? Oder gibt es etwas, wo ihr sagt, das hättet ihr euch gewünscht, aber bis jetzt ist es nicht eingetreten? Das würde mich schon interessieren. Also für mich ist immer noch der Aspekt des Selbstbeladens, das würde ich episch finden. Als Option. Ne? Also nicht, dass man es muss, sondern wirklich als optionale Beigabe. Hier ist Coca-Cola irgendwo. Nice. Dass man sagen kann, oh ne, heute möchte ich mal selbst beladen. Mit dem Gabelstapler, zack, zack, zack. Würde ich feiern. Aber dafür auch Zusatz-EP und Zusatzkohle bekommen, ne? Weil man alles selber macht. Das würde ich wirklich feiern. Ist natürlich aufwendig ohne Ende. Vor allen Dingen für die verschiedenen Bereiche zu programmieren. Aber es wäre cool. Könnte man vielleicht ein paar Leute hinzufügen, die das bereits schon gemacht haben oder so. Ansonsten finde ich, ETS hat sich doch ins Positive gewandelt. Definitiv. Es ist deutlich aufgehübschter. Auch durch das DirectX 12. Sind wir bei 12 oder bei 11? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist deutlich schöner geworden. Echtzeitspiegelungen wären jetzt noch nice.
Raytracing oder so. Das wäre schon cool. Aber sonst habe ich eigentlich gar keine Probleme mit ETS 2. Ich finde das Spiel im Generellen sehr hübsch. Es macht sehr viel Spaß. Es hat immer noch einen hohen Suchtfaktor. Aber eure Meinung interessiert mich da wirklich. Ich bin sehr gespannt. Also schauen wir mal, was da so rauskommt. Wenn ihr Bock habt zu kommentieren natürlich. Wenn nicht, dann nicht. Dann gibt es doch keine Auswertung. Übrigens für die Leute, die es interessiert, ich bin zwischendurch auf TikTok live aktuell. Manchmal, Schrägstrich, manchmal. Boah, ist doch nicht der schnellere Weg, Navi. Das ist doch... Ich musste abbremsen und alles. Schwachsinn. Nächstes Mal glaube ich dem Navi nicht. Also manchmal bin ich auch live gleichzeitig auf YouTube und auf TikTok. Wie heute. Also diese Woche bin ich eher morgens live. Nächste Woche eher mittags live. Einfach Hubi-Fan suchen. Wenn ihr Bock habt, wenn nicht, dann nicht. Oh, schwerer Unfall. Oh, was ist hier los? Das ist nicht gut, wenn wir hier nicht langkommen, liebes Spiel. Weil wir müssen hier rein. Und wenn wir jetzt da nicht rein können, sondern hier drüber fahren müssen, dann ist das eine ewige Routenverlängerung und wir müssen leider hier hoch. Dafür haben wir keine Zeit. Dankeschön für Ihr Verständnis. Oh, ist das eng. Ach, das Auto ist doch schon ausgebrannt. Ich bin ehrlich. Wo kommt der LKW vor uns her? Hä? Wo ist der gespawnt? Der hat sich bestimmt auch da durchgedrängelt und dachte so, scheiß drauf, ich fahr da durch. Auch schön hier mit dem Zug. Ich würde euch natürlich viel lieber noch mehr zeigen von der Stadt. Aber die Brücke sieht schon geil aus. Muss ich zugeben. Ja, vielleicht sehen wir jetzt das Rot. Hier, das typische Scania-Rot. Ist wunderschön in dem Spiel. Schön knallig. Kann man fahren. Muss man nicht, aber kann man benutzen. Ich finde eher so dunkle Farbtöne. Übrigens, auf unserem Discord habt ihr die Möglichkeit, im Bilderbereich eure LKWs zu posten. Ne? Es wird regelmäßig Updates gemacht. Es gibt so geile Bilder. Der René postet zwischendurch. Der fällt mir gerade auch nur vom Namen ein. Und die Bilder sehen auch richtig cool aus manchmal. Und dann gibt es noch jede Menge andere Leute, die ihre Ideen und alles posten. Das ist ganz cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Was ist das? Ist das grün? Sieht aus wie weiß. Ich habe auch das Gefühl, dass ich Strafen vielleicht aushabe. Ich habe echt bis jetzt die ganze Fahrt Glück gehabt. Kein Blitzer, keine Polizei. Muss ich nachher mal schauen. Prodagni Centra. Okay. Da kommen sie hoch. Das ist schön gemacht, so ein bisschen verwinkelt, über Brücken drüber. Das ist schön, das gefällt mir. Das ist nicht so standardgemäß, einfach Flachland, du fährst rein, zack, abgeben, nächster Auftrag, zack, mitnehmen. Finde ich gut, das ist schön. Vorsichtig hier. Hier ist es eher unwahrscheinlich, dass hier Autos rumfahren. Weil das ist dieses Industriegebiet und Industriegebiete in ETS. Ich wollte gerade sagen, sind 90% autofrei und in dem Moment kommt ein Auto um die Ecke. Und natürlich, um euch richtig hops zu nehmen, kommt jetzt aus jeder Ecke ein Auto. Danke ETS, danke dafür. Gibt's gar nicht, echt.
Das ist so dreist. Dann haben die das aber auch geändert, ne? Mir gefällt auch das neue Menü überhaupt nicht. Da bin ich ehrlich. Das neue optische Menü gefällt mir nicht. Auch so zwiegespalten, glaube ich. Vielen gefällt es, mir gefällt es gar nicht. Ich habe viele Pros, aber das ist definitiv ein Kontra für mich. Dankeschön. Sind wir schon mal auf dem Hof? Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo wir das Zeugs abladen. Da haben wir es doch. Gucken wir mal, ob das klappt. Das hört sich gut an. Sieht gut aus. Haben wir geschafft, Leute. Und abgeben das Ganze. Nice. Hat jetzt nicht so viel Geld gebracht, aber uns fehlt ja halt diese Ecke da, ne? Wenn man jetzt sieht, nehmen wir mal den Schnellauftrag weiter. Jetzt haben wir Serbien nämlich komplett voll. Starten jetzt aus dem Belgrad rüber nach, ja, Bosnien und Herzegowina. Oh, Karakal fehlt uns. Karakai. Karaka, denke ich, wird es ausgesprochen, oder? Berichtigt mich. Gut, nächster Auftrag wird dann sein... Ich weiß es gar nicht. Ich denke, das wird der hier sein. Macht's gut und tschüss, Kowski, Leute. Ciao, ciao.